15 von, ich esse jeden Tag Natto, bis ich es mag. Heute sind wieder die Black Beans dran. Ich glaube, ich bin auch langsam bereit, Natto in Japan essen zu können. Und ich werde meine Freundin überraschen, dass ich Natto essen kann, weil die wissen, wie sehr ich das eigentlich hasse. Mittlerweile finde ich den Geruch von den schwarzen Bohnen sogar leicht süßlich. Ich will das Natto heute wieder in der Sommerrolle machen. Und dann mache ich hier noch Buldak-Nudeln dazu, und zwar die mit Curry-Flavor. Dann darf unser Natto nicht fehlen. Ich baller direkt alles drauf. Das eine Mal, als ich Sommerrollen gemacht habe, habe ich nur die Hälfte drauf gemacht. Und noch ein paar Reis dazu. Für ein bisschen grün. Bei Sommerrollen packe ich immer erst die Seiten rein. Roll es dann auf. Wow, das fühlt sich weird an. Mit den Bohnen da drin. Fühlt sich wirklich weird an. Ich wünschte, ihr könnt das gerade alle anfassen. Itadakimasu. Es schmeckt nicht schlecht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde, Natto ist so ein starker Geschmack. Diese Buldak-Nudeln sind auf jeden Fall ein richtig starker Geschmack. Das neutralisiert es einfach komplett. Es schmeckt fast nach gar nichts. Was? Macht gar keinen Sinn.